Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Death. Der Name ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Okay, ja, wir machen heute, habe ich noch keinen Plan von. Naja, unser Haus ein bisschen noch wieder mal. Oh, schön. Ganz alleine. Morgen. Schönen guten Morgen erstmal. Das ist dann ja. Ich habe mir gedacht, ich könnte wenigstens auf Short stellen, aber nein, geht nicht. Leckt dann schon wieder zu doll. Achso, hier muss ich noch mitnehmen. Zack. Ach du. Mach ich den gerade schon wieder? Renn, ich renne doch gar nichts. Darf doch gar nicht legen. Na gut. Ah, ich weiß auch nicht. Ja, letzte Folge wollte uns der Golden Apple Tut auch gar nicht umbringen. Hat er mir gesagt, er wollte eigentlich mal gucken, was er machen. Ach, wie gesagt, ich war mir da nicht so sicher. Okay, es muss genau symmetrisch werden. Wir haben ja nicht zufällig genug Sand dabei. Frage. So. Vom Weg aus ins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. 9 Blöcke. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ach du, wir bauen ja ganz schön in die Landschaft rein. Okay. Für mich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So war tief nach unten hier. 8. Verdammte Scheiße. Kein Fässer vorliegen. Ja, das merkt man schon. Aber da hatte ich echt Glück, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Das hätte ziemlich ins Auge gehen können, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Na, hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 frei. Das ist praktisch. Ja, 9. Das sind ja 9. So. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ein Block hier weiter rüber noch. Oh mein Gott, wir brauchen jede Menge Sand. Hier kommt dann. Wenn ich richtig bin, müsste hier das Redwood drauf kommen. Hier dann so. Ich weiß ja nicht, ob ich da richtig bin. Also hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Und hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, frei. Das ist sehr gut, überall 9 frei. Muss ich jetzt noch ausfüllen hier?
Aber wenn ich mich hier nach unten grabe, würde ich genug ein bisschen Sand noch rausfinden. Auch. Aber trotzdem, jetzt gerade braucht man den Sand wirklich ein bisschen viel mehr. So, Rodili. Schön, dass Sand nach unten fällt. Endlich mal bin ich das dankbar. So, hier was auch noch ein bisschen. Zack. Ja, Saving World, das ist eigentlich nie schlecht. Und hier muss es dann anfangen wieder, ne? Also, ich kann einfach mal von unten gucken. Das müsste man ja eigentlich theoretisch ein bisschen sehen, ob das symmetrisch ist. Sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Könnt ihr auch abmessen. Praktisch. Von hier. Okay. Jo, passt, ne? Was habe ich da eben gerade Diamanten gesehen im Berg? Nee. Kann gar nicht so. Zu viel. So, wie weit geht das nach drüben? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mensch. Super abgemessen. War jetzt zwar nicht so abgemessen. Na komm, Block. Komm her. Ich nehme dich mit. Hoi, Sprengeanlage. Super, denn nicht. Bleibt's. So, 10 Blöcke sind. Vorsicht! Hier ist ja noch so eine Wand hier. Na, fülle ich das mal aus hier. Ach, das ist alles ganz schön. Oh ja. Aufwendig, möchte ich mal sagen. Und mit viel Sand verbunden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Hier kommt eine Wand hin. Das ist ein Stone. Ja Mensch. Redwood haben wir auch nicht mehr. Ja Mensch, schlimm. Ich muss mal ein bisschen Kobbel hier auf Stufen dran setzen. Können wir machen. Ich guck mal, wie es da vorne gemacht wurde. Hier wurde es auf jeden Fall mit Slabs gemacht. Aber an der Treppe hier sind ja jetzt auch Stufen. Aber Stufen gemacht. Finde ich aber, sieht auch schöner aus mit Stufen dann. Ich brauche noch ein paar Koppelstufen. Hallo? Hallo, Cobblestone. Cobblestone. Schön, dass alles hier kreuz und quer durch rumliegt. Wir haben gar nicht so viel Kobbel, wie ich dachte. Also, ne? Ist ja jetzt nicht so, als ob nichts, als ob es zu wenig wäre, aber ich hatte schon mit mehr gerechnet. Wir werden gleich mal ein bisschen extremer bauen. Vielleicht brauchen wir es auch für unsere Innenarchitektur vom Haus. Deswegen brauchen wir gleich ein bisschen bigger. Ich wollte ankündigen, morgen ist ein Livestream. Also, ne, morgen. Uhrzeit kann ich noch nicht genau sagen, da ich morgen den ganzen Tag nicht da sein werde. Und noch nicht so genau weiß, wann ich zurückkomme. Aber auf jeden Fall erst abends, also so kurz 19 Uhr, so denke ich mal, wird schon klappen. Und damit du Bescheid wisst, ja, der blockt da immer noch lang. Also morgen so circa 18 Uhr. Mache ich ja einen Livestream.
genaue Uhrzeit wird aber noch bekannt gegeben. Also. Ich mache nochmal ein Video dazu wahrscheinlich. Kommen Sie, sind wir mal ein bisschen sozial und arbeiten hier das auch noch ein bisschen. Oha, jetzt ruckelt es gerade auch wieder. Verstehe ich überhaupt nicht, warum manchmal so flüssig läuft und manchmal hier überhaupt nichts flüssig läuft. Was ist hier eigentlich los? Geht auch gar nicht klar. Natürlich jetzt doof hier. So. Ah, so statt schon besser. Sieht auch ein bisschen schön aus. Sehr gut. Was ist denn hier los? Hallo? Shalom? Ich weiß nicht, was aus dem Lager da hinten geworden ist, ob der jetzt da... Können wir das Fenster mal Glück machen? Auf jeden Fall darf er nicht weiter nach hinten durch. Ist hier eine Tür davor? Nein. Aber ein Schild. Ja, immer was, ne? Das Eisen baumelt hier schon immer rum. Also hier hinten wird dann direkt eine Block nach weiter mit meinem Keller rumlaufen. Nichts gesichert hier natürlich. Sind jetzt aber auch nicht die Sachen, wo sich das sichern lohnen würde, ne? Würde eh keiner mitnehmen. Gut. Aber das auch mal kontrolliert. Nur, dass wir mal gucken haben. Sehr gut. Ich könnte auch mal einen Weg zu dem... Jetzt habe ich genug Slabs übrig. Jetzt baue ich mal einen Weg zu dem Gemeinschaftsfeld runter. Pennen gehe ich jetzt nicht, weil ich... gerne ein bisschen XP haben würde. Ah, das Feld liegt natürlich nicht so günstig da. Weg technisch her. Weil der Weg natürlich hier lang geht. Ah, es ist gar kein... Ist gar kein Sand. Das ist ja aber Sand. So. Ein bisschen Sand. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier so ein bisschen den Weg runter. Weil hier gerade durch geht er jetzt nicht durch die Farm. Kennt man aber hier so ein bisschen. Ah, die Fackel. Eher setzen wir nicht. Verschieben wir einfach nur so. Und dann können wir ja hier den Weg theoretisch runterbauen. Klatsch mal da mal Stufen dran. Brauche ich jetzt eigentlich kein Gravel dafür zu nehmen. Muss schon Sand nehmen hier. Ein bisschen abzudecken, so. Kann ich hier das. Hilf. Upsa. Das Spiel will mich echt trollen. Nicht so eine Scheiße einfallen lassen. Keine Monster und nichts da, ne? Sehe ich jetzt irgendwie schon beängstigend. Die habt Ansatz? Tja, hoffe ich mal, ne? Muss ja, ne?
Fick dich. Ist doch gar nicht so schwer. Einfach nur eine Stufe setzen. Wo ist die Überforderung? Sauer mal. So. Sehr schön. Da. Wir müssen unsere Stadt ja auch verschönern. Sieht ja sonst hässlich aus. Natürlich jetzt Fail. Nachfragen, ob die Monster an sind, das ist ja beängstigend. Aber ich verliere Hunger, also ist ja auf jeden Fall nicht peaceful. Trotzdem kann es sein, dass die Monster aus sind. Weil ich sehe überhaupt nichts. Ah, doch. Gut. Hat sich erledigt. Monster sind auf jeden Fall da. Ist ja was in den Kisten drin, was ich gebrauchen könnte, eventuell. Die Kiste ist gesichert. Ja, deswegen ist sie gesichert. Ja, gut, wenn ihr wollt. Ist halt gesichert. Da würde ich eigentlich liebend gerne das mal abbauen. Mal schauen, was für Blöcke sind, ob das richtige. Können ja noch Half-Slabs sein, ja. Dann vielleicht Gravier oder die Half-Steps an der Oberseite platzieren. Ja, Mensch. Schön. Markus ist doof am Start an allem. Ja, sehe ich genauso. Schön. Der Weg ist schön geworden. Jetzt können wir euch die ganze Stadt hier laufen. Ab, 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 ab. Skeletoren auf meinem Grundstück. Ich kann die Herzen nicht irgendwie small hört. Ah, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Aber es sind wirklich wenig Monster hier. Sauer mal. Spinnt der? Der macht wirklich einen Herzschaden. Kann auch sein, dass der Rüstung ignoriert. Hier gibt es ja auch so. Soll es ja gehen. Man liegt der einfach eiskalt aus auf meiner Marbelwand. Das ist natürlich überhaupt nicht gestattet, sich einfach auf meiner Marbelwand zu platzieren. Das ist natürlich nicht genehmigt. Es ist nämlich nicht erlaubt. Als nicht genehmigt ist. Jetzt muss ich da unten. Ja. Ja, nee, es ist schon klar. Ich reiße einfach alles nochmal ab. Es kann. So. Ist ja jetzt nicht so, als ob man es nicht haben, ne? Nimmt hier langsam vor, Mann. Brauchen auch mal ein Electric Stuff.
Ah, den können wir uns ja sogar schon bauen. Na, das ist jetzt auch nicht so ein Problem. Nein! Scheiße. Da soll nichts hin. Wir sind ja eigentlich schon fast umzugsfähig, Tick. Wir können fast umziehen, würde ich sagen. Sand. Ich nehme mal hier Sandstone. Weil, dann könnte ich ja theoretisch das so hinplatzieren. Weil das soll alles unten weg und dann soll da so eine Glaswand als Balkon rein. Also, so habe ich mir zumindest gedacht, dass das so wird. Damit das dann alles in der Luft fliegt, so. Damit ich dann hier ausfüllen kann unten drunter. Und dann irgendwas reinbauen kann. Dass es praktisch ständig alles runterfällt. Das natürlich jetzt nicht so. Schön. Ja, doch. Nimmt auf jeden Fall vor, Mann. Das Monstrum auf dem Berg. So. Gravel. Ist natürlich auch da. Das ist Kobbel. Da ist Gravel. Ja, müssen noch Fenster rein und so, aber ich baue jetzt erstmal die Form. Da muss ich noch überlegen, was ich da reinbaue. Auf jeden Fall kein Gravel und Marble, sondern anderer Stoff her, vielleicht sogar Holz. Da, wo die Tür dann praktisch drauf steht. Das wird da, der Holz, denke ich mal, mache ich das. Dass es dann auch so aussieht. Redwood Holz. Das, denke ich mal, passt ganz gut. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. So. Ja. Ist doch schon eigentlich ganz okay, was hier so entstehen tut. Muss ich noch gucken, was ich als Decke reinziehe, weil es wird auf jeden Fall mehrere Etagen hoch. Deswegen kann ich jetzt nicht so ein Spitzdach drauf machen, das kommt dann ganz oben hin. Upsa. Noch eins tiefer. Sehr gut. Das könnte ich eigentlich auch freilassen. Naja, gut. Ist meine Sandbank. Gut angelegt. Gut. Glitchter Sandblock hier immer noch rum. Ne, da ist die Spawn. Genau. Dann war es das für die Folge auch schon. Gucken, ob hier noch irgendwo so ein Sandwurm rumlauert. Nee, schade. Oh, ein bisschen XP. Ah, sieht doch alles ganz gut aus von hier. Die Stadt nimmt Form an. Also schön ist die Stadt schon, ne? Aber von der Ausrüstung her nicht so. Also, das muss man ja mal sagen. Schön ist er. Ah, jetzt kommen hier nicht mehr mal sein eigenes Haus rein, ne? Hätte ich auch nicht so schlau gewesen. Mensch. Rucksäcke einräumen. Sicher, sicher. Essen. Und disconnecten. Und dann war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann, haut da rein. Tschüss.